Der wunderbare Olaf Schubert ist heute unser Gast. Markenname Betroffenheitslyriker. Außerdem David Garrett, Wolfgang Fierek, Janine Michaelsen, Andreas Bemeleit, der sogenannter Bluter ist und der sich bei einer Blutspende mit HIV infiziert hat, und sein Anwalt Matthias Teichner. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Schönen guten Abend. Ja, 1983 hat er zum ersten Mal in der Zeitung gelesen, dass möglicherweise irgendetwas nicht stimmt. Keiner hatte ihn gewarnt, sein Arzt nicht, der ihm das Medikament gegen seine Bluterkrankheit verschrieben hatte, und auch nicht die, die das Medikament herstellten. Dabei wussten sie zu dem Zeitpunkt vermutlich schon sehr genau, dass in diesem Mittel zwei mörderische Feinde lauerten: Hepatitis C und HIV. Blutgeld heißt der ZDF-Film, der den Skandal um verseuchtes Blutplasma zum Thema gemacht hat. Viele Betroffene sind längst tot, er dagegen lebt und er kämpft, obwohl ihm der Pharmakonzern als Entschädigung zynischerweise damals auch die eigenen Bestattungskosten erstattete. Herzlich willkommen also Andreas Bemeleit und dem begleitenden Anwalt Matthias Teichner. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr. Ja, schönes Zitat unseres nächsten Gastes: Wir haben Gas gegeben, bis die Lichter ausgingen. Wir spielten Filmstars und wir wussten gar nicht, dass wir selber welche sind, hat er mal gesagt, über die Jahre nach seinem allerersten Film, der ihn über Nacht berühmt gemacht hat. Doch wie Andreas Bemeleit auch, musste er plötzlich erfahren, dass es Dinge gibt, die plötzlich alles aus den Fugen heben. In seinem Fall ein schwerer Motorradunfall, an dem er nicht schuld war und über den er heute sagt: Die Heilung dauerte Jahre, vor allen Dingen die Heilung meiner Psyche. Jetzt spielt er endlich wieder eine Hauptrolle. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Der erste Besuch in unserer Sendung. Herzlich willkommen, Wolfgang Fierek. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und eine Frau, mit der es das Leben bisher sehr, sehr gut gemeint hat. Sie kokettiert gerne damit, dass sie die Twitter-Tussi vom ZDF ist. Das könnte sich heute ändern, wenn wir erfahren, dass sie als Teenie ihren Vater bis ins Mark erschüttert hat, weil sie nämlich lieber einen anderen Papa wollte, nämlich den Bademeister des Grauens, David Hasselhoff. Trotzdem ist was aus ihr geworden. Erstens eine richtig gute Schauspielerin, die den Beruf von der Pike auf gelernt hat. Und zweitens eine Frau, die so angenehm direkt moderiert, dass wir noch viel von ihr hören werden. Herzlich willkommen, Janine Michaelsen. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr. Ja, er spielt Geige, als sei der Leibhaftige persönlich hinter ihm her, und er fiedelt jede Frau ins Bett. Ja, dieser Paganini war ein Teufelskerl, nicht nur ein genialer Musiker, der die klassische Musik für immer verändert hat, sondern auch einer, der so viele Herzen gebrochen hat, dass ihn viele Frauen für die Stradivari unter den Arschgeigen hielten, wie jemand mal geschrieben hat. Er spielt Paganini jetzt in einem sehr, sehr sehenswerten Kinofilm. Das macht Sinn, denn er gilt bis heute als der jüngste Geiger, der alle 24 Paganini-Kaprisen beherrschte. Damals war er 15 Jahre alt. Herzlich willkommen, David Garrett. Schön, dass du bei uns bist, David. Ja, und apropos Paganini, er sagt, mir ging es ähnlich wie vielen großen Künstlern. Sie hatten es am Anfang sehr, sehr schwer. Schiller mit seinen Gedichten, Picasso mit seinen Bildern und Mozart mit seinen Kugeln. Er ist Sachse, arbeitete in der DDR als Wirtschaftskaufmann oder, wie er es nennt, als Rechenknecht des Proletariats, und ist vielleicht auch deshalb so gut wie kaum ein anderer, wenn es darum geht, unser Land statistisch richtig zu deuten. Zitat: Es gibt immer weniger Deutsche, und damit das nicht auffällt, werden sie einfach immer dicker. Weshalb er seine Ernährungsgewohnheiten bereits auch seinerseits umgestellt hat und sagt: Ein Salat schmeckt doch wesentlich besser, wenn man ihn kurz vor dem Essen gegen Gulasch eintauscht. Herzlich willkommen, Olaf Schubert. Schön, dass du da bist. Matthias Teichner,
Anwalt und Andreas Bemeleit sind bei uns. Bevor wir gleich ins Gespräch gehen, werfen wir einen Blick zurück. Montagabend hier im ZDF-Programm. Sehr beeindruckender Film vorneweg und dann eine mindestens ebenso beeindruckende Dokumentation hinterher. Blutgeld, das ist das Thema, um das es geht. Oh mein Gott, Ralf! Bist du okay? Er ist vom Fahrrad gestürzt. Mein Bruder ist Butter. Er muss sofort ins Krankenhaus. Er kann sonst sterben. Das hier ist Faktor 8. Ein Blutgerinnungsstoff, der euch fehlt. Dieses Medikament wird aufgelöst und auf eine Spritze gezogen. Ab heute beginnt für euch ein neues Leben. Nachdem festgestellt worden war, dass euer Bruder sich infiziert hat, haben wir euer Blut ins Labor geschickt und einen Test gemacht. Ihr seid beide HIV-positiv. Was? Könnte das mit Faktor 8 zu tun haben? Das sind reine Spekulationen. Dafür gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis. Hier ist meine Patientenakte. Die Fakten sind eindeutig. Professor Schubert hat ihn mit verseuchten Faktor 8 Medikamenten behandelt. Die Menschen werden ohne Faktor 8 qualvoll verblutet. Das muss ich Ihnen doch nicht erzählen. Soll das etwa auch heißen, dass diese verseuchten Medikamente immer noch auf dem Markt sind, oder was? Thomas liegt im Krankenhaus. Es tut mir leid. Sie haben uns mit AIDS-verseuchten Medikamenten behandelt und es tut ihm leid. Ralf, niemand konnte ahnen, was da auf uns zukommt. Mein Bruder wird sterben. Mein Bruder wird sterben, Herr Teichner. Zwei der drei Brüder kennen Sie bestens, haben Sie anwaltlich, juristisch betreut. Zwei der drei sind heute tot. Wie geht's dem dritten? Ich hatte alle drei vertreten, in der Tat. Und die zwei, die gestorben sind, habe ich auch bis zum Tod begleitet. Mhm. Der dritte lebt noch. Und wie es ihm geht, das können Sie daran erkennen. Eigentlich war die Idee, diesen Film zu initiieren und sich dann auch zu erkennen zu ergeben. Und er hat im letzten Moment dann doch Bedenken bekommen, sich zu identifizieren und seinen Namen zu benennen. Das heißt also, nach wie vor ist Angst dort, eine Menge Trauer. Mhm. Wir haben das am Montag gesehen und ich habe mir genau diese Frage gestellt. Warum spricht er nicht offen in die Kamera? Das ist doch eigentlich ein Thema, zu dem man auch offen stehen kann und sagen kann, was einem da widerfahren ist. Also warum ist das, dieser Blutskandal aus den 80er Jahren, ein solches Tabuthema bis heute? Also in dieser Familie speziell, weil es eine Großfamilie ist, sind natürlich sehr viele Tanten, Onkel und Cousins beteiligt, die ihn sozusagen angesprochen haben und gesagt haben, wenn du jetzt deinen Namen preisgibst, dann werden wir alle involviert, das wollen wir nicht. Also es ist nach wie vor so, dass das Umfeld sehr ängstlich ist, dass doch die Angst vor sozialer Ausgrenzung war. Mhm. Obwohl wir ja heute alle wissen, dass zum Beispiel soziale Kontakte nicht ausreichen für Ansteckung. Aber es ist einfach, wenn sich jemand zu erkennen gibt als HIV-infiziert und er hat Familie zum Beispiel, dann taucht doch die Frage auf, ist die Frau infiziert, ist das Kind infiziert, ist das Kind eventuell im Kindergarten, ist es eventuell ansteckend. All solche Ängste werden wahrscheinlich die Ursache sein. Also das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Herr Bemeleit, woher dieses Tabu? Warum haben die, die betroffen sind, anders als Sie, so ein großes Problem damit, offen darüber zu reden und zu sagen, was ihnen widerfahren ist? Ich meine, das sind alles Opfer. Die meisten sind ja seit circa 30 Jahren infiziert. Und damals, Anfang der 80er, war es eine gute Idee, so zu handeln. Es war eine gute Idee? Ja, damals war es gut. Warum? Man wusste nicht, wie die Ansteckungswege sind. Es wurde medial Terror getrieben. Mhm. Es gab Bestrebungen, die Leute zu isolieren und so weiter. Also da war es eine gute Idee. Aber dann muss man auch irgendwann mal die Kurve kriegen und sagen, ich habe das jetzt, ich muss damit leben, wie gehe ich damit um? Und da ist Offenheit meiner Meinung nach ein guter Weg. Das ist auch das, wofür Sie kämpfen, auch mit Ihrer Organisation. Werden wir auch später noch darauf zu sprechen kommen. Welches Versteckspiel treiben einige von denen, die das betrifft, aus nachvollziehbaren Gründen bis heute? Das stelle ich mir furchtbar vor, wenn du mit einer solchen Lüge durchs Leben gehst. Also wissen Partner zum Beispiel, Frauen, wissen die, was denen widerfahren ist? Dass die HIV-positiv sind? Sie meinen die Partnerinnen? Genau, dieser Männer ist eine Krankheit, die nur Männer betrifft, muss man auch mal dazu sagen. Also die Partnerinnen dieser Männer, die Familien dieser Männer, wissen die alle Bescheid über das? Oder gibt es tatsächlich immer noch Fälle und Familien, in denen einzelne Familienmitglieder keine Ahnung davon haben, was Vater, Mutter, Bruder, was auch immer, was der tatsächlich hat? Das gibt es, ja. Das gibt es. Es gibt Fälle, wo unterschieden wird, wer was weiß, wer was nicht weiß.
Und mir wäre das ein bisschen zu konfus. Also, und wenn Sie Person A sagen, ich sage dir, dass ich positiv bin, aber sage es niemandem anderen und sagen es auch B und A und B treffen sich, was passiert denn dann? Mhm. Also jeder denkt, ich darf ja mit A denken, ich darf mit B nicht reden, B darf mit A nicht reden, aber letztendlich wissen es beide. Und dann kommt noch C dazu und dann haben Sie große Konfusion. Ist es wahr, dass es Menschen gibt, die Sie beide auch kennen, die zum Beispiel am Montagabend, als dieser Film im ZDF lief? Mhm. Die sind absichtlich ins Kino gegangen mit ihrer Freundin, damit die Freundin das nicht erfährt. Wahnsinn. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ist es auch wahr, dass Sie erst 1983 durch einen Artikel im Spiegel davon erfahren haben, dass es die Möglichkeit zumindest gibt, dass auch Sie infiziert sind? Ja, das war für mich so die erste Erkenntnis, dass da ein Problem existiert. Sie haben es aus der Zeitung gehört? Ja. Kein Arzt, kein Pharmahersteller, niemand hat mit Ihnen darüber gesprochen? Nur aus dem Spiegelartikel. So, was macht man dann, wenn man sowas liest und da dämmert hier, könnte mich auch betreffen? Ja. Man denkt eigentlich eher, damit habe ich erstmal nichts zu tun. Also, es geht einem ja gut, sehr gut. Mhm. Und ich habe da erstmal kein Problem gesehen. So, dann sind Sie zum Arzt? Ja. Haben sich testen lassen? Ich glaube, es gab noch keine Tests zu der Zeit. Mhm. AIDS war eine ganz neue Krankheit? Ja, es gab nur das Krankheitsbild. Es gab ja, es wusste noch niemand, was der Erreger war. Der war überhaupt noch nicht isoliert. Also konnte man nicht testen. Wie ging es dann weiter für Sie? Irgendwann konnte man es testen. Das war dann so um 1985. Das heißt, man lebt 85. Zwei Jahre mit dieser Ungewissheit. Ja. Und mit diesem dumpfen Gefühl, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ja, ja. Ging es Ihnen gesundheitlich noch gut zu dem Zeitpunkt? Sehr gut. Wirklich sehr gut. Mir ging es ungefähr 10 Jahre lang noch sehr gut. Nein, mehr. Also überlegen wir, bis Ende 96 ging es mir noch sehr gut. Mhm. Ich war noch 1994 und 1995 in Schweden bei der Vätternrunde an. Mhm. Das waren 300 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad, also nicht mit dem Auto, mit dem Fahrrad durch die Nacht. Und 2 Jahre später war es dann deutlich anders. Mhm. Man muss einmal erklären, was das ist. Also Sie sind sogenannter Bluter. Ja. Heißt, Ihnen fehlt sozusagen ein wichtiger Bestandteil, ein Enzym im Blut, das dafür sorgt, dass Blut gerinnt, wenn irgendetwas passiert, wenn es zu einer inneren, äußeren, was auch immer, Blutung kommt. Ja. Die meisten, glaube ich, haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was es heißt, Bluter zu sein. In meiner Vorstellung war es immer so, Bluter ist einer, der irgendwo hinfällt, schneidet sich irgendwas auf und dann ist es schwer, diese Blutung zu stoppen. Aber das ist es nicht nur. Ja, das ist nicht das Problem. Was ist das zentrale Problem? Das zentrale Problem sind Blutungen in den Gelenken. Und da entstehen aus den Gelenkblutungen Entzündungen und aus den Entzündungen wiederum Blutungen und es dreht sich im Kreis. Mhm. Und daher ist es so, dass jeder Bluter, also so ab 20 Jahre alt ist, immer Probleme hat mit den Gelenken. Also Arthrosen oder schwere Arthrosen. Und mit Anfang 30, 40 gerne mal ein zweites Kniegelenk eingebaut hat oder mal ein Sprunggelenk, da ist die Problematik. Neue Hüfte und alles, was dazu Hüfte kommt. Nicht so, Hüfte. Mhm. Immer Kniegelenk, das ist die Gelenke meistens. Ja, okay. Die sind das. So, und dieses Mittel, über das wir hier reden, versprach sozusagen eigentlich nicht weniger als ein Wunder. Denn dieses Mittel war ein Mittel, das gewonnen worden war, Blutplasma aus dem Blut anderer Menschen. Und dass man sich dann, das haben Sie dann eben auch gemacht, selber gespritzt hat. Mhm. Und das Versprechen war im Grunde, du sorgst dafür, dass dir dieses Enzym, das dir fehlt, auf natürliche Weise praktisch zugeführt wird. Und du kannst eigentlich ein ganz normales Leben leben. Ich stelle mir das großartig vor, wenn einem Arzt sagt, pass auf, das nimmst du jetzt jeden Tag. Und danach kannst du leben wie alle anderen auch. Also so eine Versprechung habe ich nicht erhalten, aber ich habe schon ein normales Leben geführt danach. Mhm. Ich glaube aber, dass es dann davor auch normal war. Also ich kann mich da nicht so dran erinnern, dass es nicht normal war. Da laufen ganz viele Krankheitsverläufe auch anders, Herr Teichner. Im Fall Ihrer drei Brüder war das so. Das war tatsächlich das große Versprechen. Dieses Wundermittel nehmt ihr jetzt und dann könnt ihr dieses Leben leben, Fußball spielen, alles, was dazugehört, was vorher nicht möglich war. Das war sicherlich ein großer Fortschritt. Damals, die Patienten hatten ja in der Tat in der Regel, wurden sie nicht sehr alt und hatten eben, wie schon gesagt wurde, diese Gelenkbeschwerden nachher, hatten Versteifung in den Händen, konnten keinen Sport treiben. Von daher war dieses Medikament natürlich ein Riesenfortschritt, natürlich in ein normales Leben zu führen mit normalem Sport und ähnlichem.
So, und dann gewinnt man also dieses Blutplasma, initiiert sich das. Was haben Sie im Laufe Ihrer Recherche an wirklich unglaublichen Dingen erfahren rund um dieses Medikament? Wo kam das her? Wo wurde dieses Blut beispielsweise gewonnen? Wo wurde das abgenommen? Welche Leute waren das, die das gespendet haben? Es geht ja, ging in diesem Bereich wie häufig ums Geld. Das heißt also wenig Input, maximaler Output. Das heißt, das Blut wurde natürlich gewonnen in Gebieten, wo man nicht viel Geld ausgeben musste für die Spender. Bekannt ist eben an der mexikanischen Grenze in Slum-Gegenden. Dort haben die großen Konzerne das große Blut gesammelt, um es dann zu vermarkten. Das heißt, da sind ganze Batterien von Pharmavertretern sozusagen eingefallen, Mitarbeiter von denen, und haben den Leuten dort im Slum, diesen Ärmsten der Armen, reihenweise Blut abgekauft, wahrscheinlich für kleines Geld. Große Konzerne mit Vertretern, die das eben halt organisiert haben und so eben billig Blut bekommen haben, wissend und ahnend, dass er möglicherweise eben bei diesen Patienten aus verschiedenen Gründen eventuell Krankheiten problematisch sein könnten, durch Seuchungen und Ähnliches. Es geht ja nicht nur um HIV. Das hat man weitestgehend ignoriert. Ich habe gelesen von einer Spritze, an der man hinterher wie viele verschiedene Blutsorten sozusagen oder Arten... An einem Medikament sind Merkmale von 20.000 Spendern. 20.000. So ist die offizielle Zahl, sodass sie nur einen Infizierten brauchen unter 20.000, um eine Spritze dann eben gefährlich zu machen. Das heißt, man hat das wild zusammengesammelt, zusammengemischt und dann einfach daraus dieses Medikament gewonnen. Ja. Was wissen Sie darüber, wann man das erste Mal verstanden hat, da gibt es möglicherweise ein Problem, Stichwort Hepatitis C oder eben auch HIV? Wann war das? Also wir sprachen schon über den Spiegelartikel. 83. Genau, und es ist so, dass die ersten wissenschaftlichen Hinweise erfolgten 81, 82, dass eben Empfänger vom Blut an dieser neuen merkwürdigen Krankheit erkranken, junge Männer, und daran sterben. Das heißt also, in der wissenschaftlichen Literatur gab es erste Hinweise darauf, dass ein neues Virus wahrscheinlich am Horizont erscheint, dass es im Blut ist, dass es schwere Krankheiten verursacht und dass es tödlich verlaufen kann. Das war 81, 82. Und das haben die ignoriert? Das haben sie ignoriert. Es wurde weiterhin eben dieses Medikament so gewonnen, wie ich es beschrieben habe. Es wurde weiterhin vertrieben. Es wurden sich keine Gedanken gemacht, wie man damit umgeht, auch in der Therapie, auch in der Produktion, ob man vielleicht auf Hitzebehandlung, was ein Medikament ja auf dem Markt war, das war hitzebehandelt, wegen der Hepatitis-Viren. Wir wissen und ahnten vielleicht, dass es auch ein HIV-Virus abtötet. Also es gab ja Möglichkeiten, durchaus zu reagieren. Es wurde nicht reagiert, bis 85 der Test kam. Dann wurden erst die Überlegungen angestellt, dann war es aber auch schon zu spät. Und der Film hat es ja gezeigt, dass ein Arzt, der Leiter des größten Hämophiliezentrums in der Welt, worauf er auch gerne immer Wert legte, mit 800 Patienten in Bonn tätig war. Und diese drei Brüder, ja, das haben Sie mir ja berichtet, 85 ja auch behandelt hat. Und wie es der Film gezeigt hat, da haben diese jungen Männer von sich aus mal nachgefragt, 85, sag mal, Herr Doktor, sind wir denn getestet worden? Und die Antwort war ja, das weiß ich gar nicht, da muss ich mal nachschauen. Nehmt mal draußen auf dem Flurplatz. Wir schauen da mal kurz nach. Aber eins sage ich auch gleich, das ist so wie im Film authentisch wiedergegeben. Seine Worte waren, also auch wenn ihr positiv seid, macht euch keine Sorgen, das sind nur Antikörper. Und Antikörper, haben wir ja gelernt, sind gut. Und daraufhin haben dann diese drei, es waren vier Brüder, übrigens drei waren infiziert, diese vier Brüder haben dann draußen Platz genommen. Und dann kam irgendwann eine Mitarbeiterin an die Tür und hat sie abgezählt und hat gesagt, du, du und du bist positiv und du bist negativ. Und diese jungen Männer, alle verheiratet, wurden in keiner Weise informiert, was das für Konsequenzen hat, was es als Maßnahme vielleicht vorzunehmen ist und Ähnliches. Sind nach Hause gefahren, ein Satz noch, diese Bahnfahrt ist mir beschrieben worden, mehrfach. Wir sind also zu viert nach Hause gefahren und haben sich über den Negativen lustig gemacht, weil sie mit der Begründung des Arztes nach Hause fuhren, der Negative ist eigentlich der arm dran ist. Weil er diese Antikörper nicht hat. Das heißt, diese drei Männer, die infiziert waren, fahren nach Hause, schlafen mit ihren Frauen. Die Gott sei Dank nicht angesteckt wurden. Aber das sind halt diese ganzen Fahrlässigkeiten, die man diesem Arzt dort anlasten muss. Und da war, das kann man alles nachlesen, richtig großes Geld im Spiel. Wie immer, wenn solche Dinge passieren, geht es um sehr viel Geld. Wie ging es Ihnen dann gesundheitlich oder wie ging es mit Ihnen weiter? Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, irgendwas stimmt nicht? Und welche Rolle spielte ein guter Freund von Ihnen, ebenfalls Bluter und auch Arzt, mit dem Sie sich regelmäßig darüber ausgetauscht haben? Ich hatte einen sehr guten Freund, der auch Bluter war, auch Arzt. Und wir haben uns, nicht auch Arzt, Arzt. Wir haben uns sehr gut verstanden und
Ich habe mir immer gedacht, solange es ihm gut geht, geht es mir auch gut, kein Problem. Und dann hatte ich erfahren, dass er eine Lungenentzündung hatte. Und das war mir schon überhaupt nicht mehr geheuer. Und ein paar Wochen später bekam ich dann eine Einladung zu seiner Beerdigung. Das war der erste harte Einschritt. Zwei Jahre später hatte ich dann eine Lungenentzündung. Und dann dachte ich, jetzt wird's ernst. Und dann wurde es auch ernst, sehr, sehr ernst. Ich hatte eine Lungentuberkulose und habe die auch nach Aussage meines Arztes nur sehr knapp und mit sehr viel Glück überlebt. Mhm. Und seitdem bin ich dann berentet und habe, wie Sie schon angesprochen haben, mich ja mit anderen vernetzt, mit dem Netzwerk Romy Blatt. Wir kämpfen für Entschädigung. Und es geht dabei ja nicht nur um HIV, worüber wir jetzt gesprochen haben, sondern auch über Hepatitis C. Herr Teichner hat das ja angesprochen. Da waren ja noch mehr Viren drin. Und bei diesen Hepatitis C ist das Problem, es sind noch viel, viel mehr betroffen als die paar 400 von denen mit HIV. Es sind so 1500 oder 3000, ist nicht ganz klar. Die Verschleierungstaktik ist da im Spiel. Mhm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Okay. Wenn man diese Diagnose bekommt, damals, mit dem Wissen auch von damals, also etwa, wann war das dann, die gesicherte Diagnose HIV-positiv? 85. Gut, da wusste man, es gab keine Medikamente. Mhm. Das war das einzige Wissen. Und man wusste, die Freunde sind gestorben, einer nach dem anderen. Wer hat Ihnen das gesagt, dass Sie positiv sind? Ich habe damals Plasmaspenden gemacht. Man braucht, also glaubt man kaum, aber mein Blut war wertvoll, weil man Faktor 8 bestimmen muss im Labor. Und dazu braucht man ein Blut, wo kein Faktor 8 drin ist, als Referenzwert. Und da habe ich gespendet. Das heißt, Sie waren selbst auch als Bluter sozusagen Spender für Bluter? Nein, für Maschinen. Nein, ist schon klar. Aber als Referenzwert, wie Sie sagen, um zu vergleichen, was man machen muss, um dieses Mittel Faktor 8 richtig herzustellen. Ja. Das heißt, Sie waren selbst Spender quasi. Ja. Und haben es darüber dann mitgekriegt, erfahren? Ja, die haben dann auch in meinem Blut getestet. Mhm. Und da gab es dann wohl irgendwann den Test, 85. Und da war ich dann positiv, ja. Mhm. Sie waren zu der Zeit mit einer Frau zusammen. Ja. Wie geht man damit um? Ich stelle mir diesen Konflikt wahnsinnig vor. Du weißt, da gibt es eine Krankheit, von der keiner so richtig weiß, was sie mit dir macht, auf der einen Seite. Du weißt aber auf der anderen Seite, da sind Menschen gestorben, einer nach dem anderen. Und ich muss jetzt irgendwie mit dieser Frau sprechen, habe aber andererseits keine Schuld daran, dass mir das widerfahren ist. Wie haben Sie es gehandhabt? Ich glaube, es gab kein großes Gespräch. Die Frau hatte, das war schon vorher. Das war nicht 85, das war 83. Mhm. Und meine damalige Freundin hatte auch diesen Spiegelartikel gelesen und war, um es gelinde auszudrücken, in sehr großer Sorge. Und darüber ist die Freundschaft dann zu Ende gegangen. Mhm. War Ihnen klar, was das bedeutet? Ich wusste da noch nicht, was los war. Ne? Gibt von Ihnen den Satz, irgendwann starb Freddie Mercury. Ja, das war ein schlechter Tag. Also da dachte ich, also wenn der schon mit dem viel Geld, das er hat, da nicht mit klarkommt, dann wird es jetzt eigentlich eng. Mhm. Und es wurde dann auch eng, wie Sie es eben beschrieben haben. Ja, was haben Sie damals beruflich gemacht? Ich war Informatiker, unweit dieses Ortes hier, bei der Hermes Kreditversicherung. Hab da gut gearbeitet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den Kollegen. Gutes Geld verdient. Und das war dann schlagartig beendet. Und sind dann ausgestiegen? Ausgestiegen worden, ja. Auch bei denen ausgestiegen worden? Ja. Das war keine freiwillige Entscheidung? Es wäre nicht weitergegangen. Ich war sehr krank. Also ich hätte da nicht arbeiten können. Und auch danach die Zeit habe ich, glaube ich, ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder einigermaßen zu brauchen war. Was macht man mit einer solchen Diagnose? Fährt man los, besucht Freunde, fährt um die Welt, macht noch mal die Dinge, die man immer schon mal machen wollte? Ja, wenn man etwas vorhat, das man noch machen will, dann sollte man das möglichst schnell erledigen. Das ist schon eine bessere Idee. Also da lange warten ist nicht gut. Was haben Sie gemacht? Ich habe dann gekündigt bei der Firma und bin 3 Monate in Neuseeland gewesen mit dem Fahrrad. Und das war sehr gut. Das habe ich mir aber vorgenommen. Ich habe es dann gemacht. Und
ich freue mich jetzt, dass ich es damals gemacht habe. Und würde auch jedem empfehlen, egal ob er nun krank oder gesund ist, wenn man einen Wunsch hat, dann lieber jetzt erledigen als später. Mhm. Wer weiß, was kommt. Herr Teichner, wann war klar, Faktor 8, dieses Medikament, dieses Wundermittel, ist das Problem? Das war spätestens ab 85, als der Test eingeführt wurde, war und man ja merkte, welche große Anzahl von Hämophilen infiziert ist, da war das klar, spätestens. Und wie lange hat es gedauert, bis man dann reagiert hat, bis die tatsächlich angefangen haben, das Ding mal genauer unter die Lupe zu nehmen? Das dauerte noch 2-3 Jahre. Und in der Zeit wurden weiter nicht hitzebehandelte Medikamente verordnet. Es wurde weiter hochdosiert, es wurde unzureichend aufgeklärt und ähnliches. Sie haben mal gesagt, sowohl die Pharmaindustrie als auch die Ärzte sind über Leichen gegangen, buchstäblich. Wie ist das gemeint? Also ich denke mir, es gibt natürlich viele Schuldige auf der politischen Ebene, auch der Pharmaebene. Aber ich denke am Ende, wenn ein Arzt, dem Sie gegenüber sitzen, dessen Wohl und Wehe Sie in seine Hände geben, wenn der es weiß oder eben wissen muss, ich gehe von Wissen aus, und gleichwohl ihnen in hochdosierter Menge die Medikamente weiter verordnet und weitergibt und sie nicht informiert und ähnliches, dann geht man über Leichen. Und wenn sie dann noch später erfahren, dass diese Ärzte ja das Recht hatten, die Medikamente nicht über die Apotheke zu verschreiben, sondern im eigenen Haus, sodass natürlich die Pharmaindustrie geguckt hat und sich bei 800 Patienten gefragt hat, mit welcher Patientenzahl sind wir dann bei den 800 Patienten vertreten. Und wenn man dann feststellt, das sind ja nur 50 Patienten mit unseren Medikamenten, wie kann man das denn eventuell verbessern? Und nachher ist rausgekommen, dass die Pharmaindustrie diesen Ärzten pro Einheit Pfennigbeträge bezahlt hat. Und da war der Wettlauf der Pfennigbeträge. Und wenn Sie sagen, Sie haben damals wie viel tausend Einheiten? Ja, Sie haben mir heute Morgen erzählt, es waren 6 Pfennig pro Einheit. Das klingt jetzt sehr wenig. Aber ich habe mir heute Mittag 2000 Einheiten gespritzt. Also das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Patienten bekamen so im Schnitt 60.000 Einheiten, sage ich mal so. Ja. Und dann kommt noch eins hinzu, das ist immer das Unfassbare. In derselben Zeit, wo die Ärzte eigentlich Grund hatten, sich Gedanken zu machen wegen der Dosis und überhaupt wegen der Medikamentenauswahl, wurde die Hochdosierung eingeführt. Das heißt, ein Patient mit 60.000 Einheiten erhielt dann 120. Mhm. Und die Begründung war, wir wollen noch bessere Ergebnisse, wir wollen noch weniger Gelenkbeschwerden. Wir nehmen den Kampf mit der Kasse auf, die ja schimpft, weil es teurer wird. Wir setzen uns für euch ein. Wahnsinn. Und wenn wir dann erfahren, dass Geld im Hintergrund eine Rolle spielte, dann wird es natürlich ganz, ganz bitter. Ja, dann wird es ziemlich ekelhaft. Und ich finde, ehrlich gesagt, noch ekelhafter wird es dann. Und da kommt man auch so mit dem gesunden Hausverstand nicht mehr hinterher. Jeder würde doch sagen, ich habe ein Medikament genommen, das habt ihr mir als sicher verkauft. Ihr habt mein Leben zerstört, habt mich unheilbar krank gemacht. Deswegen ist es doch mindestens anständig, dass ihr mir jetzt helft. Mit all den vielen Millionen und Milliarden, die ihr schon damit verdient habt. Haben Sie es geschafft, die zu verklagen und Schadenersatz herauszuholen? Wir müssen wieder auf diese Zeit zurückkommen, damals, als alle Angst hatten. Der Deutsche Hämophilieverband hat sich damals zusammengesetzt mit der Pharmaindustrie. Man hat eben eine Lösung gesucht, ohne Öffentlichkeit, ohne Prozess, ohne all das. Man hat dann eine Lösung angestrebt mit der Maßgabe, dass man die Beschädigten entschädigen wollte. Man wollte aber kein Schmerzensgeld zahlen, man wollte nur Schadensersatz zahlen. Die Betroffenen wurden aufgefordert, sich einen Anwalt zu nehmen. Und dann wurden Summen, damit Sie es mal gehört haben, im Schnitt angeboten, auch gezahlt und auch angenommen von den Betroffenen. Die ledigen Männer lagen bei 70.000 D-Mark. Da waren 10.000 D-Mark Beerdigungskosten enthalten. Das haben die verhandelt? Das haben sie verhandelt und unterschrieben. Sie haben gesagt, wir zahlen euch 60.000, ja, weil haben der sowieso stirbt. Sie haben Pi mal Daumen genommen und gesagt, der HIV-Infizierte wird irgendwann AIDS bekommen, der wird er nicht mehr arbeiten können. Da wird er 2 Jahre lang AIDS haben, kein Geld verdienen. Da bekommt er 30.000 D-Mark Verdienstausfall, 30.000 D-Mark vermehrten Pflegebedarf und 10.000 Mark Beerdigungskosten. So sahen die Vergleiche aus. Bei Verheirateten war das Zynische. Die Summe war natürlich höher, weil die Ehefrau als Witwe mit einbezogen wurde und die Kinder. Aber die Witwe hat dann mit unterschrieben, sprich die Witwe ins B, denn die Beerdigungskosten waren auch da enthalten in den entsprechenden Summen. Es war fürchterlich, es war makaber, es war nicht erträglich. Aber wenn Sie als Anwalt gesagt haben, macht es nicht, es ist zu wenig, es ist ein Missverhältnis, es muss Schmerzensgeld gezahlt werden, hätte das Prozess geheißen und keiner wollte den Prozess damals, weil keiner in die Öffentlichkeit wollte. Das war natürlich die Chance für die Gegenseite. Mhm. Herr Bemeleit, Sie haben mal gesagt, ich bin einfach nicht gestorben. Ja. Ich habe einfach weiter gelebt. Das ist natürlich großartig auf der einen Seite.
Das Problem ist, wovon leben Sie heute? 2017, so habe ich es in den Unterlagen gelesen, 2017 hört das auf. Sie kriegen auch von denen dann keine kleine Rente mehr, gar nichts mehr. Ja, das ist das Problem. Und das war ja schon vor 3 Jahren das Problem, dass das Geld alle ist. Es gibt eine Stiftung, in die haben mal eingezahlt die Bundesländer, das Deutsch-Rote Kreuz und die Pharmaunternehmen. Und war noch jemand dahinter? Nein, das, war nee, das waren die dann. Und haben auch damals gedacht, naja, zahlen wir ein paar Millionen, die leben ja nur 2 Jahre. Da ist man auch noch von ausgegangen. Mhm. Und zack, wir lebten alle einfach leer rein. Und dann war das Geld alle, dann wurde still und heimlich noch mal was eingesammelt. Und jetzt ist die Situation, dass es bis Anfang oder Ende, oder weiß man nicht, 2017 reicht, wenn Zusagen getätigt werden. Also es ist noch nicht mal da, das Geld. Das ist das eine Problem. Und davon lebe ich, von dem Geld, von diesem Stiftung für HIV-Infizierte. Für Hepatitis C gibt es nichts. Obwohl es in der gleichen Medikamentenpackung drin war, von den gleichen Spendern waren und über den gleichen Weg zu den Leuten gekommen ist. Also ich finde, das ist eine ganz beschämende Geschichte, auch für ein reiches Land wie Deutschland, wo man Drohnen für Milliarden baut, die dann am Ende gar nicht abheben und Flughäfen irgendwo im Sand versenkt. Und für Menschen wie Sie ist nicht mal so viel Geld übrig, dass man ihnen für etwas, was man ihnen angetan hat, was jedem von uns, so wie hier sitzt, auch hätte passieren können, wenigstens ein einigermaßen anständiges, vernünftiges Leben ermöglicht. Wie geht es Ihnen gesundheitlich heute? Letzte Frage. Mir geht es so, Tagesform. Also ein Tag ist gut, anderer ist schlecht, heute ist es gut. Es variiert. Also da kann man nicht sagen, dass es mir jetzt schlecht geht. Das wird nicht, aber auch richtig gut auch nicht. Mhm. Also, Herr Bimmeleit, ich danke Ihnen sehr, dass Sie so mutig sind, das Thema auch wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen. Es verdient allergrößten Respekt. Ihre Stiftung Robin Blood. Ja, ein Netzwerk, keine Stiftung. Ein Netzwerk vielmehr, genau. Das ist sozusagen das Stichwort, unter dem man sich dann auch entsprechend weitere Informationen holen kann. Und über unsere Petition, die jetzt läuft, und wo wir schon über 2.800 Leute haben, bei change.org Blutgeld. Da kann jeder Solidarität mit den Betroffenen zeigen. Und wir freuen uns über jede Stimme. Also, wir werden das weiter verfolgen, auch auf unserer Seite dann die entsprechenden Informationen noch mal zur Verfügung stellen. Danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen vor allen Dingen alles Gute, gesundheitlich, dass sich das alles so entwickelt, wie Sie sich das vorstellen. Ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann mal an dieser Stelle wiedersehen. Olaf, was ich nicht wusste, ist, dass du auch politisch ein sehr, sehr engagierter Mensch bist. In Berlin, Koalitionsgespräche. Ist das auch ein Thema, das dich interessiert, das dich beschäftigt? Nun ja, Gespräche, ja. Also Koalitionsgespräche weniger. Aber das ist schon wichtig und dafür interessiere ich mich natürlich auch. Ich bin ja in der Funktion des Bundes, Olaf von Zentralschubert, muss ich meine Fühler in alle Richtungen ausstrecken. Und dazu gehört natürlich auch die Politik, ganz klar. So, und du bist jemand, der sich tatsächlich öffentlich sehr viele Gedanken macht, so rund um dieses Land. Was muss sich ändern und muss sich überhaupt was ändern? Ja, ich denke, es muss sich viel ändern, also in allen Bereichen. Und ich weiß jetzt nicht noch genau, in welcher Reihenfolge. Ich werde das aber noch mal genau ausschreiben. Ich werde so eine To-Do-Liste rausgeben und die können wir dann abarbeiten. Zack, zack, zack. Ist zum Beispiel Finanzen ist so ein Bereich, ganz sensibler Bereich. Ja. Was schlägst du vor, damit das irgendwie mal besser läuft? Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach zu sagen. Also das ist ja eine Debatte, die wurde ja noch mal neu entfacht, ne, durch den Fall Hoeneß in Bayern. Der hat ja so ein Konto in der Schweiz. Mhm. Wie sich raus, ich will das nicht verurteilen. Ich habe auch ein Konto in der Schweiz. Also bei uns in der sächsischen Schweiz. Ja. Und das war bei mir ein bisschen dumm gelaufen. Ich hatte das mehr oder weniger völlig verdrängt. Dieses Konto. Dieses Konto, genau. Ja. Und dann rief plötzlich meine Bankbetreuerin an und sagt, Herr Schubert, Ihr Konto ist voll. Ich hatte extra so ein großes genommen. Ja. Und das war natürlich bitter. Ne? Ich wollte was einzahlen. Ich habe dann gefragt, Mensch, kann ich nicht wenigstens noch 5 Euro einzahlen? Hat sie gesagt, nein, wenn wir dann noch was einzahlen, dann geht das Konto kaputt. Ja. Ja. Wie habt ihr das Problem gelöst? Ich musste dann was abheben. Ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Und dieses Abheben ist ja im Grunde schon der erste Schritt, sagen wir mal, auf dem Weg zu dieser Umverteilung, von der wir alle im Moment so viel hören. Wie soll denn deiner Meinung nach als politisch interessierter Mensch, wie soll denn das mit der Umverteilung laufen? Naja, das hängt mit diesem allgemeinen
Zwang zusammen. Ich finde, Sparen ist wichtig. Es muss gespart werden. Ich denke, wir müssen aber endlich mal anders sparen. Ich bin der Meinung, es müssen endlich mal die Armen sparen, denn die Reichen haben ja schon gespart, sonst hätten sie nicht so viel. Ne? Ja, verstehe, ja. Ich verstehe. So, und dann ist ja auch immer die Frage, also die Frage der Umverteilung ist ja eine Geschichte, Steuerdebatte ist eine ganz andere Geschichte. Die Frage ist ja vor allen Dingen auch der Zweckentfremdung teilweise der Mittel. Also hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass genügend Kohle ja eigentlich da wäre, sie wird nur falsch eingesetzt? Ja, das ist richtig, das mache ich auch mit Vorliebe. Ich muss aber auch sagen, ich gebe stellenweise sogar auch eigenes Geld für mich aus. Wofür? Ja. Also für Dinge des alltäglichen Bedarfs, und dafür wurde ich auch schon gerügt von Familienmitgliedern und auch von der Gesellschaft. Aber ich denke mal, es gibt natürlich Dinge, wo Konsens herrscht. Ne? Ja, also ich bin zum Beispiel dafür, dass es mehr Kinder, also dass Kinderbetreuungsplätze. Ne? Also ich ja, finde, dafür sind ja alle. Nein, das sind auch welche dagegen. Also ich finde, die Kinder sollen in die Kita gehen, damit die Eltern Zeit haben, in Ruhe zu Hause zu bleiben. Das kennst du ja noch aus DDR-Zeiten eigentlich, aus Wendezeiten. Wie liefen das da? Ja, damals war das, damals waren im Prinzip alle Kinder in der Kita. Also das war im Prinzip selbstverständlich. Eine Frau hat ein Kind bekommen, ganz normal, auf Arbeit. Und dann wurde das Kind halt gereinigt. Und also in der ersten Zeit hat die Frau das Kind selbst betreut, aber dann, nach einer Viertelstunde, dann ging das Kind in die Krippe, und nach der Armee mit 18 hat man es zurückbekommen. Ja, das erklärt vieles. Ja, das erklärt vieles. Ja. Wie sollte man denn, Olaf, macht das großen Spaß, das mal so ein bisschen humoristisch zu betrachten, wie sollte man denn Steuergelder jetzt aus der Sicht des Humoristen vielleicht mal sinnvoll investieren? Wo würdest du die Kohle anlegen? Ich bin ja in dem Sinne, ich baue natürlich auch mal eine Flachsrakete ein, aber Humorist bin ich natürlich nicht. Ich bin ja in erster Linie Vergewaltiger des Bösen und Überbringer der Botschaft. Und wie war die Frage? Wie sollte man denn deiner Meinung nach Steuergelder sinnvoll einsetzen? Wofür? Was sollten wir uns kaufen? Was man sich kaufen sollte? Ja. Ich meine, der Staat möglicherweise. Ach, was der Staat ja, sich kaufen ja, was sollte. Steckst du vor? Ja, es geht ja so um das große Ganze. Oh. Wie sollten Steuergelder investiert werden? Ich war lange nicht Staat, das ist schwer. Es gibt ja viel. Gut, auf der anderen Seite ja diese Verschwendung auch. Also die Drohne zum Beispiel, die partout nicht abheben will. Oder dieser Berliner Flughafen. Das sind so Negativbeispiele. Genau, da sollte man sich zum Beispiel einen neuen Flughafen kaufen. Ja. Was ist mit der Drohne? Ja, das fand ich nicht gut. Also ich bin... Man muss wirklich unterteilen, finde ich. Es gibt ja bewaffnete Drohnen, die ächte ich. Jeden Tag, habe ich auch gestern wieder 2-3 Stunden geächtet. Aber Aufklärungsdrohnen finde ich gut. Ne? Denn wir brauchen wirklich Luftaufklärung, Bodenaufklärung, Seeaufklärung. Und die kann man überall einsetzen, diese Aufklärungsdrohnen. Die kann man auch einsetzen in der Schule. Zum Beispiel Aufklärung, Biologie, 8. Klasse, das will ja kein Lehrer mehr machen. Ne? Und da gibt es dann, vor der Klasse steht dann so eine Aufklärungsdrohne. Ne? Und eine Drohne ist ja auch eine männliche Biene. Ja, das passt ja. Das macht einen gewissen Sinn, ja. Genau, vorne ist die Blume und die Mumu. Und dann kommt das durch, die Blume wird schwanger, alle werden Onkel. Das ist also eine optimale Zeitverwertung. Also mehr Geld für Aufklärungsdrohnen. Ja. Okay. Anderer schöner Satz von dir in dem Zusammenhang, Finanzkrise. Wenn ein Land pleite geht, dann ist das auch eine Chance. Welche? Verstehe nicht. Ja. Das habe ich gesagt. Ja, angeblich. Dann muss es ja stimmen. Ich denke mal so, dann ist ja dort auch Platz für ein neues Land. Ja, also zum Beispiel Griechenland ist ja jetzt so ein bisschen pleite, ne, weil die halt nicht so richtig mit Geld umgehen können. Ja, das merkt man auch sprachlich. Also ich habe mich damit mal geschichtlich beschäftigt. Zum Beispiel die Eskimos, die haben über 25 Begriffe für Schnee. Im Griechischen gibt es kein einziges Wort für Quittung. So. Und das ist halt immer mit der letzten Drachme geklöppelt dort. Und wenn dein Land dann pleite geht, dann ist eben dort in Griechenland Platz für ein neues Land. Also für Helgoland, für Legoland oder was weiß ich. Ja, kann man sich irgendwas hinbauen. Verstehe genau. Wie wichtig, Olaf, ist denn dir persönlich Geld? Was ist denn dein Bezug zu Geld? Was denkst du über Geld? Ja, Geld ist schon wichtig, gerade so fürs Portemonnaie. Aber ich denke, es gibt natürlich auch andere Werte. Vielleicht öffnet die Krise ja auch den Menschen die Augen, sodass man merkt, Geld, das ist ein adäquat, das kann einen Wert verlieren oder gewinnen, je nach Kurssituation. Andere Werte sind unverbrüchlichere Strukturen. Freundschaft, ne? Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit und. Und
ich denke, diese Werte werden auch noch an Kaufkraft gewinnen. Ich bin mir sicher, eines Tages kann man damit vielleicht sogar bezahlen. Ne? Da geht man in den Laden, dann sagt man hier, ich hätte gerne diesen Kühlschrank. Ich schenke Ihnen dafür meine Hochachtung. So, sowas. Oder eine Runde Mitmenschlichkeit. Oder? Ja, da gibt es vielleicht sogar noch ein bisschen Mitmenschlichkeit raus als Wechselgeld. Das kann man ja verhandeln. Finde ich schön. Anderes Stichwort, Reizwort auch in der Politik, Frauenquote. Was denkst du darüber, Olaf? Frauenquote. Sollte man? Brauchte man? Ach, ich denke, nein, die Quote ist in meinen Augen eher ein, wie sagt man, ein diskriminierendes Regulativ. Ich glaube, durch die Quote werden die Frauen ja auch in Berufszweige gedrängt, von denen sie eh keine Ahnung haben. Also das ist... ja, erzähl, warum? Ich meine es doch nur gut. Ich meine, meines Erachtens auch gibt es viele Branchen, wo wir erhebliche Zuwachsraten in puncto weibliche Beschäftigte haben, auch ohne Quote. Ne? Beispiel? In der Reinigungsbranche. Janine geht nicht gegen dich, ja? Nein. Auch im Bereich Frau Holle. Auch in der Prostitution haben wir schöne Fortschritte gemacht. Also, gerade hier in Hamburg. Ne? Also, wobei man das natürlich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das weiß ich, also viele Frauen werden natürlich auch aus sozialer Not in die Prostitution getrieben. Das wird ja auch gerade thematisiert. Mhm. Viele Frauen müssen aus Not in die Prostitution gehen. Und das muss man als Mann auch wissen. Das finde ich wichtig. Denn wenn man dann so eine Frau stehen sieht, da kann man nicht einfach vorbeigehen, da kann man helfen. Es ist von einer absolut zwingende Logik. Was wollen eigentlich Frauen von dir, Olaf? Ist es der Intellekt oder ist es dann doch der Körper? Beides. Also die eine damals. Die konnte sich nicht entscheiden. Die hat gesagt, nimmst du beides, das war ihr zu viel. Und deshalb ging diese Beziehung ging in die Brüche. Ja. Zum Schluss eine letzte Frage. Wenn man sich so wie du so intensiv mit den Lebensverhältnissen in Ost und West beschäftigt und so tief eindringt in diese doch schwierige Materie Politik, warum gehst du nicht selber in die Politik? Prost. Auf alle Menschen. Nein, ich bin kein Politiker. Ich bin vom Duktus her ein anderer Archetyp. Ich bin eher... die Politiker, die stehen nur da und reden und reden und reden, da bin ich ganz anders. Ich sitze auch gerne mal beim Reden. Also, nein, ich bin eher da für die zupacken, für die einfachen Menschen, für die arbeiten gehen. Ich meine, ich würde auch gerne arbeiten gehen, aber ich darf nicht so schwer heben, schade. Aber ich unterstütze die arbeiten gehen. Das ist mein Anspruch. Wenn ich einen sehe, der körperlich schwer schuftet, ja, dann gehe ich hin, dann sage ich, Mensch, du bist doch total müde, komm, ich lege mich ein paar Minuten hin für dich. Ja. Das finde ich sehr loyal und auch solidarisch. Also, Olaf Schubert, der Blick des Satirikers sozusagen auf das Bundesgeschehen mit deinem schönen Programm. Wie sprichst du das eigentlich aus auf Sächsisch? So. 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 Ja, manche sagen so, andere sagen so, ich sage so. Ja, genau. Also, deutschlandweit auf Tournee. Eine Traumgeschichte sollten Sie sich auf jeden Fall antun. Olaf, herzlichen Dank für den Besuch. David Garrett ist bei uns. Und wir haben gerade darüber gesprochen, David, Körper oder Intellekt, wie war es bei dir? Was ist das, was Frauen bei dir am meisten schätzen? Ich kann ja nicht von anderen ausgehen. Ich gehe mal von mir selber aus und da würde ich sagen Intellekt, absolut, über Körper. Wir sehen dich gerade in einer ganz ungewohnten Rolle. Ja. Und zwar in der Rolle eines Star-Geigers seiner Zeit. Du bist im Kino gerade Paganini. Ja. Fängt jetzt ab Donnerstag an. So, und als Schauspieler demzufolge auch unterwegs? Ja, in erster Linie als, ich würde jetzt mal sagen, als Filmkomponist, weil das war der ursprüngliche Grund, warum ich dieses Projekt angenommen habe. In erster Linie, weil ich Filmmusik schreiben wollte. Das war immer ein ganz, ganz großer Traum von mir. Und dieses Projekt hat das möglich gemacht. Und darüber hinaus hatte ich natürlich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, wo ich mitgestalten konnte. Drehbuch, ich war Produzent der gesamten Geschichte. Ja. Und darüber hinaus natürlich diese schauspielerische Geschichte war nebenbei. War nebenbei? Hat dir keinen Spaß gemacht? Oder? Hat mir schon Spaß gemacht, aber würdest du nicht wie du wieder zu Recht gesagt hast, ich bin ja kein Schauspieler. Insofern war es mir natürlich wichtig, dass ich, wenn ich etwas mache, dass es eine Rolle ist, die...
mir emotional sehr, sehr nahe geht. Ja. Etwas, womit ich mich identifizieren kann. Wie emotional nahe ging es dir, als du dir die Klamotten vom Leib reißen musstest für den Film? Das ist ja auch Teil des Lebens. Das passiert ja sicherlich auch ab und zu. Ja, unter der Dusche immer nur, sonst natürlich nicht. Klar, natürlich. Fällt das schwer, wenn man da plötzlich vor Nein. so einem... Nein, fällt nicht schwer. Da stehen 20 Leute, 30 Leute drumherum. Ja, aber es ist ja was ganz Natürliches. Also ich war jetzt nicht jemand, der körperlich irgendwie da Hemmungen gehabt hat. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe ein ganz natürliches Verhältnis zu meinem Körper. Und wenn da halt jemand mal die Kamera draufhält für einen Film, warum nicht? Wir schauen mal ganz kurz rein. Bitte schön, Paganel. Wollt ihr zusehen? Ja. Wer ist da? Euer ergebener Diener. Wie immer zu eurer Verfügung. So wie es aussieht, habt ihr euch jetzt aufs Spionieren verlegt. Mein einziges Bestreben ist es, euch ein wenig Vergnügen zu verschaffen, während das Leben vorbeifliegt. Das dürfte helfen. Was ist das? Bravo. Wo habt ihr das wieder gestohlen? Das ist ein Vorschuss für euer Londoner Debüt. Wie bitte? Wir werden morgen abreisen. Dem habe ich nie zugestimmt. Wovon sprecht ihr? Ich will der musikalische Herrscher Europas sein, sagtet ihr. Wisst ihr noch? London ist die neue Hauptstadt der Welt. Wir müssen sie erobern. Hier liegt das Publikum euch jetzt zu Füßen. Aber das wird nicht ewig. So, David. Lass uns mal kurz über diesen Paganini sprechen. Also ja. Ich glaube, wir alle wissen, das war ein großartiger Geiger und einer, der die Musik auch tatsächlich verändert hat. Aber auf dem Instrument, ja. Auf dem Instrument. Auf diesem Instrument. Also er hat wirklich Erfindungen und Techniken entwickelt, die erst die großen Violinkonzerte möglich gemacht haben. Also ohne Paganini gäbe es ein Brahms, ein Tschaikowski-Violinkonzert, ein Sibelius, ein Schostakowitsch. Diese ganzen technischen Möglichkeiten gäbe es ohne Paganini. Aber dann wurde auch gefeiert wie ein Popstar in der damaligen Absolut. Zeit. Absolut. Und Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sage ich nur. Ja, das muss man immer mit ein bisschen Vorsicht natürlich auch genießen, weil, also nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern natürlich auch den Mythos Zügen, Paganini. Ja. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Geschichten, wie weit die auf der Realität beruhen. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, aber wir haben sicherlich auch ein bisschen damit gespielt, ja. Aber das mit den Drogen war tatsächlich damals schon ein Thema? Passiv, denn Paganini hat zu Lebzeiten ist einer Syphilis erkrankt und dadurch war die damalige Methode, um diese Erkrankung zu behandeln, Quecksilber. Und durch das Quecksilber ist der Körper natürlich innerlich verrottet sozusagen. Und dadurch hat man wieder Opium den Kandidaten verabreicht. Und Opium ist natürlich etwas, was sehr stark abhängig macht. Und insofern in die Abhängigkeit getrieben durch eine Krankheit. Das heißt, er war im Grunde dauerbekifft und hat dann Geige gespielt? Am Schluss seines Lebens, ja. Also er hat ja nicht in seinen... Also ich weiß nicht genau, wann er erkrankt ist, aber in den letzten Jahren war er natürlich schon stark abhängig. Und Rock'n'Roll ist ein Stichwort. Groupies, sowas, gab es das damals auch schon? Ich nehme mal an, wenn er an der Syphilis erkrankt ist, gab es das damals schon. Ja. Das ist so ein Die Frage ist immer, was war vorher? Erst die Krankheit oder die Groupies? Man weiß es nicht so genau. Ja, das ist die gute Frage. Ich glaub, aber, das aber Frauen waren ein Riesenthema, ne, im Leben von Paganini. Ja, er war halt unglaublich charismatisch. Das sieht man auch an den Zeichnungen, wie er auch sich selber dargestellt hat. Die Art, wie er sich angezogen hat, die Klamotten. Er hat also wirklich auch, war ja in der Epoche der Romantik, also dieses Dunkle, dieses auch Teuflische, so ein bisschen auch zu inszenieren. Das hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Aber darüber hinaus war er natürlich ein wahnsinniges Talent, ein riesengroßes Genie auf diesem Instrument. Und ich glaube, die Kombination hat ihn so populär gemacht. Wir haben Bilder gefunden, David, aus deinen Anfängen. Und man muss sehr genau hingucken. Ich habe Angst. Du hast Angst, ja, zu Recht. Man muss sehr genau hingucken, um wirklich zu sehen, dass du das bist. Bitte schön. Wir haben ein ganz... kleinen Geiger, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Es ist David Garrett. David, hallo. Danke. Komm, wir müssen mal den Publikum. David ist 9 Jahre alt. 10.
10. Also Entschuldigung. Entschuldigung, ja. 10 Jahre alt und stammt aus Aachen. Und er hat mir einen ganz netten Brief geschrieben. Dem hat er gesagt, lieber Herr Franz, ich würde so gerne mal mit Ihnen auftreten und eine Mozart-Sonate spielen. Und vielleicht sogar bei Ihnen im Fernsehen, denn dann stünde mir ja die ganze Welt offen. So war das doch, ja, nicht? Ja. Der junge Teufelsgeiger David Garrett. Ja, genau. Ja. Janine, was wolltest du werden mit 18? Da ist man ja so auf der Suche und gerade am Start und unterwegs und hat große Pläne. Und am Ende wird man anderen erklären, warum es dann doch nicht geklappt hat. Mhm. Am Ende? Nee. Ich wollte mit 18 und auch mit 10 schon furchtbar gerne Musical-Darstellerin werden. Ja. Ist das heilbar? Das macht gar keine Ohr. Nein. Das ist heilbar durch so eine Ausbildung, die man dann da macht. Also das, warum Musical? Warum ausgerechnet? Ach, ich war mit 9 bei Starlight Express. Und so wie man da sitzt und alles glitzert und funkelt und die sehen alle wunderschön aus und fahren ganz toll Rollschuh und singen total schöne realitätsnahe Lieder, da denkt man, yay, wenn ich groß bin, möchte ich das auch machen. Mhm. Und mich hat tatsächlich niemand wirklich ernsthaft davon abgebracht. Was ich denen auch bis heute vorwerfe. Also bin ich dann mit 19, nach dem Abitur allerdings, auf die Musical-Darstellerschmiede gegangen. Und hast das wirklich durchgezogen? Dann auch beim Musical gearbeitet? Nee, ich habe also ich habe diese Ausbildung durchgezogen und war danach relativ schnell sicher, dass ich wohl nie beim Musical arbeiten kann. Warum? Lass mich hier sagen, ist da Zickenterror? Jetzt mal direkt gefragt. Ach auch, aber wo ist der nicht? Den kennst du doch bestimmt ja, auch, oder? Ich habe jetzt auch gerade überlegt, Juilliard School ist ja auch sehr intensiv. Ähnlich wie Musical-Darsteller vielleicht. Ja, also ist ja doch irgendwie von den Menschen ja, her schon. Die wollen ja alle irgendwie ein Stück weit auch im Musikbereich arbeiten oder im Ballett oder im Schauspiel. Mhm. Und klar, da wird gemobbt ohne Ende. Aber auf der anderen Seite denkt man auch, ich glaube, wenn man jung ist, will man sich ja ein Stück weit auch selber einschätzen können. Ja, ich glaube, so eine Geschichte macht ja auch Sinn, um das Selbstbewusstsein entweder aufzubauen oder abzubauen. Und dann ist ja beides gut. Entweder man sagt, man kann oben mithalten und man ist gut und das gibt einem das Gefühl, das ist mein Ding. Oder man bricht ab und sagt, das ist nichts für mich. Ist ja auch nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Es bringt ja nichts, jahrelang irgendwas zu machen und dann irgendwann mal mit 40 festzustellen, ich bin nicht gut drin. Ja, wobei gerade in unseren Jobs wird das ja eh gar nicht passieren. Also da muss man, glaube ich, auch wirklich da so durchgehen. Ich frage deswegen, weil man ja heute oft den Eindruck hat, da gibt es junge Menschen, die haben dieses Casting-Gen. Also ich will auf Teufel komm raus berühmt werden, schlicht und ergreifend. Ja, was ich dann damit mache, ist erstmal eine andere Frage. Ich würde gerade sagen, Casting gehen, dann geht man nicht in die Schule, also nee, dann geht man nicht jetzt in College oder wie man das nennt, Universität. Dann geht man ins Fernsehen. Dann guckt man, dass man irgendwie es schafft, in die nächste Staffel Supertalent zu kommen und irgendwie vor die Kamera. Also ich glaube, Menschen, die sich entscheiden, eine künstlerische Ausbildung zu machen, egal jetzt auf welchem Niveau, da braucht es halt, also das ist halt nicht Glamour und auch überhaupt nicht sexy, sondern das ist auch ganz schön eklig. Mhm. Und da wird einem auch direkt irgendwie erzählt, so jetzt erstmal überhaupt nicht performen. Also in Juilliard School ist es erstmal 4 Jahre, darfst du keinen Auftritt haben. Oh, schön. Das heißt, nichts mit Glamour und Glanz und Performance und so weiter, sondern ganz im Gegenteil, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann irgendwann mal nach der Schule kannst du machen, was du willst. Aber mir haben sie gesagt, du musst jetzt erstmal 6 Kilo abnehmen. Aber so kommt, sieht das scheiße aus an der Ballettstange. Nimmst du bitte erstmal. Oh doch, so 5-6 Kilo müssen da runter. Ah, cool. Super. Wie macht man das dann? So schnell? Nee, so schnell geht das. Also kann man natürlich so schnell. Weiß ja jeder, dass das auch schnell funktioniert. Aber kombiniert mit der Form der körperlichen Anstrengung, die man leisten muss, wenn man 3 Stunden pro Tag mindestens Tanztraining hat, ist nicht Essen keine Option, die länger als 48 Stunden wirklich funktioniert. Deswegen, ja, gibt halt viel Rohkost, ne? Macht total Spaß. Leben in vollen Zügen nicht genießen. Apropos Rohkost und Bikini-Figur. Ich dachte ja, du wolltest bestimmt Baywatch-Babe werden seinerzeit. Nein. Das war auch wirklich gar nicht Baywatch. Das war wirklich mehr, man darf gar nicht sagen, ne, der Musiker. Aber für mich war das damals, ich war auch 9. Und meine Mama hat mich mitgenommen, hat mir zum Geburtstag den Besuch auf einem David Hasselhoff-Konzert geschenkt und hat mich 2,5 Stunden auf der Hüfte getragen. Und 9-jährige Kinder sind wirklich schwer, gerade wenn man ihnen hinterher sagt, dass sie abnehmen. Wirklich schwer. Und die hat mich 2,5 Stunden lang
festgetragen, damit ich gucken konnte, wie David Hasselhoff auf der Bühne die Welt zugrunde singt. Ja. Das war sehr schön. Ja. Und du hast heute noch leuchtende Augen, wenn du den Namen David Hasselhoff aussprichst. Jawohl. Ich habe zum 25. Geburtstag hat meine Mitbewohnerin in Hamburg es wirklich geschafft, eine CD ausfindig zu machen, auf der das Lied drauf ist, das David Hasselhoff damals für seine erstgeborene Tochter geschrieben hat. Ein bisschen nerdy, ne? Entschuldigung. Aber für seine erstgeborene Tochter geschrieben hat. Und als sie das in den CD-Player legte, habe ich tatsächlich feuchte Augen bekommen. Das hat mich total geflasht. Ist nicht dein Ernst? Ja, leider. Ist peinlich. Du hast deinen Vater unglücklich gemacht und in Depressionen gestürzt. Mein Vater hat sich, glaube ich, wirklich Sorgen gemacht. Der Depression ist, glaube ich, ein bisschen weit gegriffen. Ja. Aber der hat sich wirklich Sorgen gemacht, weil ich war die Älteste, oder ich bin bis heute, glaube ich, die älteste Tochter. Und Der hat nicht verstanden, wie jetzt ein anderer Mann im Leben eines dann doch bitte erst 9-jährigen Kindes gar nicht mal so in die Verliebtseins-Ecke rutscht, sondern der wirklich so ein bisschen so eine Vaterfigur wird. Das fand er ganz schwierig. Da konnte der sehr schwer mit umgehen. Das hat er mir irgendwann mal erzählt. Ich kann es aber auch verstehen. Also ich glaube, wenn mir heute jemand erzählen würde, ich würde gegen Pamela Anderson als Mutterfigur ausgetauscht, ich würde mich auch irgendwie ein bisschen schlecht fühlen. Du bist ja jemand, der im Fernsehen sich für nichts zu schade ist. Ach ja? Jadine, wir haben interessant. Pass auf, wir haben etwas gefunden. Baywatch, sag ich mal, in etwas anders. Bitte schön. Bonjour, mesdames et messieurs. Herzlich willkommen zu Sport Extrem. Ich paraglide gerade, anscheinend. Das ist aber nicht das Thema der heutigen Sendung. Ich habe das Gefühl, für mich wird es langsam Zeit, surfen zu gehen. Kalt. Tschüss, Mama. Oh, ist es kalt. Perfekt. Wie hoch war das denn? Ich weiß gar nicht, welcher das war. Das war am Gardasee waren die Klippenspringen, also die Cliff Diving World Tour. Und das war Anna Bader, unsere Vorzeige-Klippenspringerin, die mich da so ein bisschen in ihren Sport eingeführt hat. Wir hatten 3 Absprungorte, 6, 8 und 12 Meter. Und die das können, springen von 20, die Mädels. Das wurde mir auch verboten, hätte man auch gar nicht verbieten müssen, wäre eh nicht passiert. Ich glaube, das war der Zwischen. Ich glaube, das war der 8 Meter. Also wir haben die alle mal ausprobiert. Das Wasser war einfach saukalt. Ja, und diese Beschriftungen, die wir da auch gesehen haben, sind die echt? Oder war das aufgeklebt, dieses Tattoo? Auf dem Rücken. Ja. Das haben wir natürlich eigens für die Sendung, weil wir wissen, das bringt Quote. Tätowierte Frauen bringen Quote, hat ein Airbrush. Was ist denn das hier? Das ist der Rücken von David Garrett. Ja. Was ist denn das für ein Tattoo? Farbe in der Haut. Also es ist aus einem klassischen Arschgeweih, wie man das mit 18 gemacht hat im Westen. Dann so rausgewachsen? So rausgewachsen, von alleine. Ich verstehe. Ja, und jetzt mal ehrlich? Es mündet in einer, es war wirklich mal diese klassische Tribal-Situation über dem Hintern. Und das war dir dann unangenehm? Ja, was heißt unangenehm? Nee, ich hab's ja gemacht. Es ist ja auch immer noch da. Das sieht man auch immer noch. Das ist immer noch Ursprung dieses ganzen Bildes. Das konnte man auch nicht wegmachen und das ist auch in Ordnung so. Und das ist dann gewachsen und schöner geworden mit der Zeit und mündete dann oben in einer, wie ich finde, sehr hübschen, hochstilisierten Frau, die unter einem Kirschbaum steht. Ja, das ist schön. Könntest du dich eigentlich mit diesem Tattoo bei deiner neuen Sendung bewerben, ne? Ah, ich glaube, das ist ein bisschen lame. Das ist eine irre Geschichte, was ihr da macht. Das finde ich auch. Erklär mal, also du suchst mit Elton gemeinsam. Elton und ich suchen einen Millionär. Und zwar den ersten demokratisch gewählten Millionär. Ja, das klingt erstmal ein bisschen tief. Also wir nehmen wirklich jeden. Wir sind da ganz offen. Nee, weil wir haben tatsächlich auch keinen Einfluss darauf. Wir haben tatsächlich keinen Einfluss darauf. Es gibt ein Portal im Netz, das heißt millionärswahl.de. Internet, ne? Deswegen, ne, versteht sich. Twitter-Tussi, ja. Richtig. Ist auch mit Twitter verbunden übrigens, habe ich gelesen. Auf diesem Portal kann sich jeder, der älter als 14 ist, anmelden, registrieren und erklären in Bild, Schrift oder Bewegtbild, warum er der erste demokratisch gewählte Millionär dieses Landes werden soll. Weil er irgendwas besonders gut kann, weil er vielleicht auch überhaupt gar nichts kann, aber das so charmant präsentiert, dass das schon ausreicht. Mhm. Weil er sehr lustig ist, weil er musikalisch ein Genie ist oder weil er vielleicht ein karitatives Projekt hat oder was auch immer. Irgendwas was mit diesem kommt denn Geld da rein? Anfangen will. Womit bewerben sich Leute? Alles Mögliche. Wir haben klassisch das, was man erwartet, Sänger, Tänzer, Musiker. Wir haben aber auch Regisseure,
Regisseure, die diese Stopptrick-Animationsfilme machen, Comedians, die ihre Programme machen, Leute, die sagen, sie schmeißen eine halbe Million Euro vom Kölner Dom, wenn sie die ganze Millionen kriegen, allerdings nur, wenn Joko und Klaas dabei sind. Leute kommen auf die interessantesten Ideen. Also, wir sind sehr gespannt, das ist eine irre Idee. Also der erste demokratisch gewählte Millionär. Wolfgang Fierek, ein Mann, den wir alle als Schauspieler kennen. Jetzt gibt es wieder was Neues, Hammer und Sichel. Die erste Hauptrolle nach ungefähr 10 Jahren. Genau. Und das hat einen Grund. 2003 hatten Sie einen schweren Motorradunfall. Erstmal, wie kam es zu der Situation und was ist danach mit ihm passiert? Meine Situation, das war eigentlich klassisch. Also ich war hinter einem, ich bin zu einem Appointment, zu einem Treffen gefahren zum Österreichring in Österreich, zum Formel 1 Rennen, zum Termin mit Kai Ebel, also für RTL, und habe mich also auf eine Landstraße hinter einem Auto eingereiht, und vor mir hat also ein Fahrzeug einen Fahrfehler begangen. Und daraufhin ist entgegen das kommende Fahrzeug in mich hineingeschleudert, also einfach so. Und das war natürlich schon ziemlich heftig, also ich war dann erst einmal bewusstlos, wurde dann aber gleich operiert, 8 Stunden lang. Bei mir war die ganze linke Seite war eigentlich zerschmettert, also offener Bruch dritten Grades, Brustbein gebrochen, Oberschenkel, doppelter Oberschenkelbruch, Hüftbruch, Rippen, Wahnsinn. Kieferbruch und alles. Es gibt den Satz eines Sanitäters, der es überliefert, der sagte, das sieht echt übel aus hier. Ja, der hat gesagt, du, das schaut nicht so gut aus, gell. Das und haben Sie noch mitgekriegt? Das haben wir mitbekommen und gesagt, aber ich muss jetzt das Bein wieder einrichten. Und da habe ich wirklich Angst gehabt, haben gedacht, was das Bein einrichten. Und ich habe dann runtergeschaut, habe mein Fuß nicht gesehen, weil der war unter der Motorradhose drin gelegen. Und aber dann bin ich ohnmächtig geworden. Sie waren sich nicht sicher, ob der Fuß noch da ist? Ja, das war eigentlich immer so mein Trauma. Ich habe einen sehr guten Freund verloren, der war Stuntman. Und der ist von einem Apfelbaum in einen Acker gesprungen. Dem ist dann der Fuß gesplittert und ist an der Sepsis gestorben. Und das war eigentlich immer so mein Ding. Und jetzt auf einmal liege ich wirklich selber auf dem Acker. Mhm. Und das Bein ist nicht da, oder der Fuß ist nicht da. Aber ich bin dann, wie gesagt, ich bin dann ohnmächtig geworden und bin erst später wieder aufgewacht. Sie haben das auch mal so schön beschrieben, dass dieser Sanitäter, der sah so aus wie der Erzengel Michael, der da plötzlich zu Ihnen kam. Ja, das war ein sonniger Tag und ich lag also auf dem Acker und habe dann also meinen Helm selber abgenommen. Ich habe das nicht verstanden, was Leute zu mir gesagt haben, weil ich es einfach nicht gehört habe. Und ich schaue dann rüber, dann merke ich, wie jemand an meinem Arm also rumfummelt. Und da schaue ich es und es war gegen die Sonne und da war so ein blonder Lockenkopf. Und der hat gesagt, du, das schaut scheiße aus, aber wir schaffen das. Da denke ich mir, ja, wenn du das sagst, aber das war dann eigentlich alles. Also, das war dieser Sanitäter. Wahrscheinlich war es, vielleicht war es sogar ein Engel. Vielleicht. Ja, genau. Ein Engel, den Sie auf jeden Fall in dieser Situation hatten. Wie ging es denn dann weiter? Wie lange waren Sie im Krankenhaus, Operation, alles das, was sozusagen die körperlichen Dinge waren? Also insgesamt waren es 4 Monate, was also stationärer Aufenthalt. Also ich habe 5 Operationen gehabt und letztendlich war ich dann im Krankenhaus da beim Herzigen Brüder in Salzburg und da war der Professor Papp. Der hat mir dann mein Bein gerettet. Erst einmal hat mir der Primar Betzler, der also wirklich eine hervorragende Erstarbeit geleistet hat, also die Erstversorgung. Mhm. Das war im Skigebiet in Tamsweg. Und der hat mir das Bein wirklich also so wieder auf dasselbe Maß zusammengestückelt wie so ein Schaschlik, also mit dem Nagel zwischendrin. Aber Professor Papp hat dann letztendlich die Wunde geschlossen. Das war das Wichtigste, weil die Wunde war sehr groß, so Handteller groß, wurde das Fleisch weggeschnitten. Ja, Wahnsinn. Oh. Und wenn der Knochen frei liegt, dann nehmen sie das Bein ab. Wie viel Blut haben Sie denn verloren? 4 Liter, also ich bin eigentlich ein Österreicher jetzt. Also. Ich habe 4 Liter, also 4 Konserven bekommen. Also das, Sie haben 4 Liter österreichisches Blut jetzt in Ihrem, genau, richtig, in Ihrer Blutbahn. Ja. Da kann man schon mal die Staatsbürgerschaft beantragen, oder? Ja, das ist steuerlich wahrscheinlich ein Vorteil, oder? Ja, möglicherweise. So, und dann ist sozusagen das Körperliche erstmal vorbei. Sie haben trotzdem gesagt, ich habe Jahre gebraucht, 5 Jahre, eigentlich im Grunde 10 Jahre, bis ich da irgendwann wieder raus war. Warum war das Psychische ein so großes Problem? Naja, zuerst einmal ist es so, dass man sich wirklich darauf konzentriert, dass man körperlich wieder okay wird. Bei mir war es so, dass ich habe immer wieder Rückschläge, die aber eigentlich wieder Fortschritte waren. Bei mir ist auf einmal der Nagel gebrochen. Also nach 4 Monaten bricht mir ein Titannagel.
Und ich musste wieder ins Krankenhaus, musste wieder operiert werden. Aber das war gut, weil eines der Knochenfragmente war schon nekrotisch. Also war das wieder nekrotisch heißt abgestorben. Abgestorben, genau. Ja. Das war am Grab. Ich bin, nachdem ich aus der Reha entlassen wurde, bin ich ans Grab von meinem Vater gefahren und habe mit ihm gesprochen. Und du sagst, schau her, jetzt bin ich hier und ich wäre schon wieder und sowas. Und da bricht mir der Nagel. Also das war ganz, ganz eigenartig. Im Zwiegespräch mit dem Vater? Ja, so ungefähr. Also auf einmal merke ich, dass der Fuß unten so wackelt. Ich denke, warum baumelt der da unten so? Und habe dann meinen Arzt angerufen und gesagt, du bleib, wo du bist, ich schicke den Notarzt. Gell. Und dann wieder Operation. Aber wie gesagt, das, dann ging eigentlich der Heilprozess sehr schnell vor sich. Was Sie sagen, also das Psychische, ja, auf einmal kommt dann, oder auf einmal wird einem dann bewusst, was eigentlich passiert ist. Mhm. Dass man wirklich eigentlich raus ist. Man ist raus aus dem Geschehen. Und in unserem Beruf, der sehr schnelllebig geworden ist, sind 2, 3 Jahre sehr viel. 5 Jahre sind sehr, sehr viel. Und 10 Jahre ist eine Menge. Also, und ich habe immer wieder zwischendurch also Weinkrämpfe bekommen, also aus heiterem Himmel. Also ich war am Flughafen gesessen und fange zum Flennen an und habe nicht mehr aufgehört. Also das, weil ich natürlich Angst hatte. Also, aber ich habe dann alles Mögliche unternommen. Bin zum Medizinmann, bin zum Qigong-Meister, bin zur Akupunktur. Ich habe gedacht, ich muss das wieder schaffen und habe das eigentlich dann sehr, sehr gut weggesteckt. Auch mental? Mental, ja, genau. Aus dem Loch wieder raus? Ja, bis dann, also ich habe mich immer verglichen mit Bildern, die also von Zeit zu Zeit gemacht wurden. Und ich hatte einen ganz einen statischen Blick, also so einen Tunnelblick, wie man sagt. Mhm. Und der ist auf einmal verschwunden. Das war ganz eigenartig. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich über den Berg und jetzt geht es wieder vorwärts. Und habe natürlich auch wieder geschaut, dass meine Karriere, die man mir schon vorher absprach, was ich natürlich nicht zulasse, ich sage erst, ich sage, wann meine Karriere vorbei ist. Ist es wahr, dass Sie mal auf einer Herrentoilette gesessen haben und ein Gespräch von 2 Fernsehredakteuren belauscht haben, die genau das gemacht haben, gesagt haben, der wird nicht mehr? Das war auf der Berlinale, war das. Das war 2 Jahre, also ja, 2 Jahre danach war das. Und da waren 2, also ich war auf der Toilette gesessen und weil ich noch mit Krücken unterwegs war und draußen waren halt 2 Redakteure einfach Deppen. Und die haben dann gesagt, der Firik, hast du den Firik gesehen, der schaut ziemlich scheiße aus. Dem seine Karriere ist doch vorbei. Haben gelacht und sind rausgegangen. Und das hat mir eigentlich ziemlich, ja, erstmal hat es natürlich wehgetan. Und dann haben wir gedacht, das kommt gar nicht in Frage, dass mir irgendjemand dann meine Karriere abspricht. Und schon gar nicht irgendjemand, der vielleicht gar keine Ahnung von mir hat. Und ja, aber es sind alles so Dinge, die dich stärken, mehr oder weniger, also unbewusst und auch bewusst. Und habe dann also nach Jahren dann wieder angefangen, also selber an meiner Karriere zu stricken und habe also wieder die Fäden aufgenommen, habe wieder den Kontakt gesucht, also natürlich in die Redaktionen und habe dann für den BR einen Zweiteiler gemacht. Also haben gedacht, wenn mir keine Arbeit gibt, dann mache ich es einfach selber. Was kann ich? Schauspielern, Harley fahren, ich kenne mich in Amerika gut aus, habe dann einen Zweiteiler gedreht, der heißt On the Road Again, das geht über Arizona, war sehr erfolgreich im Weihnachtsprogramm von BR. Und so ging das dann weiter. Ich kam wieder ins Gespräch und habe jetzt eine Hauptrolle. Und machen, genau, die haben die Hauptrolle, bieten etwas an, was ich großartig finde. Motorradtouren kann man bei Wolfgang Fierig buchen. Genau. Und dann mit ihm als Fremdenführer auf der Harley sozusagen 3 Wochen durch Amerika. Eine letzte Frage, Wolfgang, wenn Sie gerade Amerika sagen. Ihre Frau, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle, auch bei dieser ganzen Genese, dass das wieder wird. Das Gefühl, da ist eine sehr innige Verbindung. Wenn man indianisch heiratet, wie läuft so eine Zeremonie ab? Ich habe gehört von Brustwarzen, die dabei auch eine zentrale Rolle spielen. Das ist dann die extreme Situation. Also, wir haben nach einer Oglala Sioux-Zeremonie geheiratet in Südakota im Custer State Park. Und ich habe mir gedacht, ja, das Ganze, also ist ein Freund von mir, der ist also mit einer Oglala Sioux verheiratet, hat das eine Indianerin, mit einer Indianerin, hat das für uns eingefädelt, weil meine Frau ist Muslime, ich bin Christ. Und wir wollten beide nicht konvertieren. Da habe ich gesagt, vielleicht kriegen wir irgendwie... Gehen wir zu den Indianern. Ja, okay. Weil die glauben an den Schöpfer. Es gibt keinen Jesus, es gibt einfach nur den Creator. Und wir haben das danach gemacht. Und habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht ist das doch ein ganzer Touristen-Humbug und sowas. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Geistliche, also der Spiritual Leader, sein T-Shirt ausgezogen hat. Da waren also um die Brustwarzen waren... Ich glaube, um jede Brustwarze haben ungefähr 20 Narben. Und das macht man nur beim Sundance. Beim Sundance schaust du, dass du in eine spirituelle Ebene kommst. Du tanzt 3 Tage ohne Essen, ohne Trinken, einfach nur mal Feuer rum, schaust, das ist draußen heiß, 40 Grad, hast Sonnenbrand, du bekommst keine Sonnencreme, bekommst nur minimal Wasser, dass du also nicht irgendwie einen Schaden nimmst.
Und wenn es dann nicht hilft, dann ist es am Schluss, dass man bekommt also zwei, nicht Widerhaken, aber zwei Haken durch die Brustwarzen durchgestochen, die an einem Baum gehängt werden, an einer Sehne. Und du lehnst dich zurück. Und durch den Schmerz bekommst du eventuell eine Vision. Und wenn das nicht hilft, kommt von hinten, der Spiritual Leader und reißt dich mit Gewalt raus. Okay, okay, danke. Bis hierhin die Geschichte sehr schön. An der Stelle sollten wir sie abbrechen. Das ist ja. Oh. Okay, 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 okay. Also. Eine Wahnsinnsgeschichte. Sollten wir uns noch mal überlegen, ob wir nach indianischen Riten möglicherweise heiraten. Nein, ich wollte es ja unbedingt machen, aber zu mir dann also mein spiritueller Leader gesagt hat, der Wolfgang, dein Unfall, der hat dich so viel Kraft gekostet und so viel Schmerz, du kannst es sparen und der wird schon recht haben. Eine schöne Geschichte. Wolfgang Viereck, Hammer und Sichel, demnächst bei den Kollegen im BR zu sehen. In der ersten Hauptrolle seit 10 Jahren. Also, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen. Zunächst mal bei Wolfgang Viereck für ein sehr interessantes Gespräch über einen Weg zurück ins Leben und in den Beruf. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Janine Michaelsen, von der wir noch öfter hören werden. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Olaf Schubert, dem Betroffenheitslyriker aus Sachsen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Andreas Bemeleit und Matthias Teichner für diesen eindrucksvollen Bericht aus einer Welt, von der viele gar nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. So, und zum Schluss, David Garrett wird noch mal ein bisschen Musik machen für uns. Dankeschön. Hast du versprochen? Musst du jetzt auch tun? Was werden wir hören? Du bist ab nächsten Oktober ja wieder deutschlandweit unterwegs. Was werden wir hören? Ich will kurz was fragen, ganz kurz die Frage. Was ist das für eine Geige? Ist das, das ist eine Stradivari, ja. Wir müssen ganz kurz einmal anfassen. Von mir ist aber, ich weiß nicht, wie sieht dein Motorrad aus? Also, die ist aber nicht, anfassen heißt ja nicht wegnehmen. Nein. Anfassen darfst du. Einmal nur anfassen. Ja. Aber ganz kurz. Das ist unglaublich. Ist besonders, besonders hartes Holz, ne? Das ist Fichtenholz halt auf der Decke, genau. Und Ahorn am Boden. Also und wie alt ist das Teil? Die ist von 1716. Also haben wir mal erzählen lassen, das war die Zeit, als es in Europa sehr kalt war. Und deswegen ist das Holz so langsam gewachsen. Und deswegen haben die angeblich diese Dichte und diesen ganz großartigen Klang. David, das werden wir hören. Etwas vom neuen Album. Und zwar ist das ein Stück, was ich für Andrea Bocelli geschrieben habe. Mhm. Jetzt ist der gute Andrea heute Abend nicht da. Aber ich habe gedacht, mache ich mal etwas ganz anderes. Und zwar spiele ich den Vocal Part selber von. Der will was von. Ja. Kannst du was anderes sein als Klassik? So, ja, ich kann alles, was zu wenig ist. Kennst du von der Charlie Daniels Band The Devil Went Down to Georgia? Kenn ich, aber das ist ein ganz anderer Style. Also das ist dann wirklich so dieses. Also David Garrett aus seinem neuen Album, wobei das Stück in der Version mit Andrea Bocelli auf diesem Album drauf ist. Und wir werden heute exklusiv für uns etwas hören, das sozusagen ohne Andrea Bocelli auskommt. Das muss aber nicht Schlechtes sein. Ihnen einen schönen Abend und herzlichen Dank. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön.